Lärmtechnik schalten wir jetzt live runter zu eurer Oberbürgermeisterin Dagmar Sabados. Frau Sabados, ihr seid angekommen. Wir machen die Musik natürlich jetzt mal ganz kurz aus, denn es gibt auch Wichtiges zu erzählen. Frau Sabados. Der Stadtbrief ist angekommen. Ich danke allen Hallenserinnen und Hallensern, dass Sie das möglich gemacht haben. Neben mir steht Frau Dr. Asche. Sie ist die Leiterin des Kulturamtes unserer Partnerstadt Karlsruhe. Einen extra großen Applaus, bitte. Und Sie wissen ja alle, wir hatten uns beworben unter dem Motto Halle verändert als Kulturhauptstadt Europas 2010. Halle ist in die Endrunde gekommen, aber die Kulturhauptstadt ist Essen mit dem Ruhrgebiet. Und alle die früheren Bewerberstädte haben sich zusammengetan und haben gesagt, wir sind National Heroes, wir sind auch gut. Und haben alle einen Beitrag geleistet, um mal darüber zu diskutieren, wie soll denn die europäische Stadt des 21. Jahrhunderts aussehen. Und das haben wir hier reingeschrieben. Wir haben gesagt, wir haben 10 Jahre lang Themenjahre in Halle gehabt und wir haben dieses große Projekt IBA, Halle Balanceakt Doppelstadt und Halle verändert. Und das haben wir hier reingeschrieben, um einen Beitrag zur europäischen Stadt des 21. Jahrhunderts zu leisten. Und das übergebe ich jetzt an Frau Dr. Asche. Und jetzt werden wir mal hören, was Karlsruhe dazu zu sagen hat. Frau Dr. Asche. Vielen Dank, ich bin ganz gerührt, hier zu sein. Der europäische Stadtbrief kommt aus Karlsruhe, das muss ich hier sagen. Karlsruhe hat sich beworben als Kulturhauptstadt unter dem Titel Mit Recht Karlsruhe. Das bezog sich darauf, dass wir 1715 mit einem Privilegienbrief gegründet wurden. Und wir haben uns überlegt, ein Privilegienbrief ist ein Rechtsakt eines absolutistischen Fürsten. Wir können als Bürger und Bürgerinnen in Demokratie und Freiheit selber unseren Stadtbrief schreiben. Und diese Idee wurde aufgenommen und nun wird dieser Stadtbrief weiter das Jahr über durch die Städte kreisen. Ich nehme ihn jetzt mit. Wir werden arbeiten zu dem Thema Stadtgeschichte ist notwendig und die Stadt neu sehen. Das ist nah an Halle. Und am Ende des Jahres haben wir 12 Kapitel, 12 Städte haben sich darüber Gedanken gemacht, wie soll die Stadt der Zukunft aussehen. Und wir sind alle sicher, ohne Kultur gibt es keine Stadt und dafür steht der europäische Stadtbrief. Und dann gibt es nochmal einen großen Applaus und die Übergabe auf jeden Fall. Von Frau Sabados an Frau Dr. Susanne Asche. Mal einen großen Applaus in Halle! Und jetzt, liebe Freunde, wird's richtig ernst. Wir wollen jetzt die Hände oben sehen. Liebe Freunde in Halle, wir wollen jetzt alle Hände oben sehen und wir gehen einmal in die Hocke zuvor. Lasst uns in die Hocke gehen, denn währenddessen wir hochfahren, werden wir nochmal euch alle per Buchstabe aufrufen. Wir rufen das H! Wir rufen das A! Wir rufen das L! Wir rufen das zweite L! Wir rufen das E! Wir rufen das S! Wir rufen das A! Wir rufen das A! Wir rufen das L! Wir rufen das I! Wir rufen das Sternchen! Und jetzt heißt es, alle Hände nach oben nehmen! Lächeln und lächeln! Hey, hey, hey! Und da oben kommt die Schwester mit dem Stammfotografen in dieser Stadt. Liebe Freunde, Zicke-Zacke, Zicke-Zacke! Und Zicke-Zacke, Zicke-Zacke! Ihr seid so geil, da oben kommt ihr im Anflug. Alle Hände nach oben! Und jetzt lächeln! Und wir rufen einmal gemeinsam alle auf drei. Cheese! 1, 2, 3! Liebe Freunde, das ist ein so schönes Bild. Die Hände gehen niemals wieder nach unten. Halle verändert!
Ende.